Bist du soweit? Bist du soweit? Ich glaube, ich bin soweit. Wir haben auch heute zum ersten Mal, nehmen wir ganz anders auf. Ja, das ist noch sehr ungewohnt. Ist ungewohnt. Clemens hat was zwischen den Beinen. Das ist ungewohnt, genau. Wir filmen jetzt quasi mit der Kamera und der Kamera und wir wollen das so ein bisschen, wir wollen unsere Qualität so ein bisschen verbessern. Ich hoffe, euch gefällt das im Nachgang. Wir gucken einfach mal, wie das ankommt und versuchen unser erstes Video in dem Format zu drehen. Premiere! Wir müssen den Mini jetzt hier mal starten. Wir sitzen nämlich heute nicht in irgendeinem Mini, sondern in einem Hybrid-Mini. Hybrid. Mini Countryman. Genau. S. Lausche. Oh ja. Motor ist an. Früh am Morgen, 10.27 Uhr. Hoffentlich ist es noch nicht so voll. So früh ist das auch nicht. So, wir fahren jetzt aber rein elektrisch, ne? Wir fahren jetzt erstmal Stadtbetrieb. Genau. Natürlich geil. Das ist wirklich schön. Stell dir mal vor, du arbeitest in der Stadt. Wir arbeiten beim Mini-Center in Oldenburg, wohnen in der Innenstadt. Fahren jetzt nach Hause. Oh, rein, wir verbrauchen kein Sprit. Das ist natürlich genau. Geil. Wir haben natürlich volle Stärke das Gebläse an. Oh ja, das müssen wir rausnehmen. Hier, und hier sind noch kleine Mini-Knöpfe. Wenn ich den jetzt nämlich mal drücke, verändern wir den Fahrmodus. So, jetzt habe ich auf Safe gestellt. Und jetzt sagt der Mini uns hier oben im Bildschirm schon, das ist für spätere elektrische Fahrten, speichert dir die Kapazitäten in der Batterie. Wenn ich jetzt das Hebelchen wieder drücke, Auto E-Drive, da schaltet der automatisch zwischen Benzin- und Elektromodus. Mhm. Und maximal E-Drive, hier erkennt man es auch ganz schön, maximale E-Drive-Power sozusagen, also rein elektrisch. Und wir sehen das auch hier auf dem Navi. Mach das nochmal an, das Navi. Welche Steckdosen sind da, wo du ansetzen kannst, um die Batterie zu laden? Ey. Das hat ein bisschen was von einem kleinen iPad, was man bedient. Na, hier habe ich die Information rund um mein Mini. Ja, hier ist auch der Country Timer, das ist ganz niedlich. Da sehe ich eben, wie viel Zeit ich schon Offroad gefahren bin. Oh. Ja. Guck mal, hier, ach, hier mit Herzschlag. Ach, wie süß. Also aktuell haben wir einen Herzschlag von 70. Technik erleben. E-Drive. Tada! So, jetzt haben wir E-Power, elektrischen Antrieb. Das sieht man, achso, weil wir hinten jetzt, ja genau. Hinten ist der Elektromotor, vorne der sitzt ganz regulär der Benzinmotor. Und daher sagt man auch, das ist ein Allrad, ne? Vielleicht wollen wir das Ganze mal irgendwie kurz erklären in einem kleinen Video, so extra. Genau, das finde ich auch gut. Das zeigen wir mal eben ganz kurz, wie das Ganze so funktioniert. Der Mini startet immer mit dem Elektromotor. Im Max E-Drive-Modus fährt der Countryman rein elektrisch. Dabei wird nur die hintere Achse angetrieben, da dort der Elektromotor sitzt. Sollten wir jetzt etwas mehr Gas geben, um beispielsweise ein Überholmanöver zu starten, schaltet sich automatisch der Benzinmotor auf der Frontachse zu und unterstützt den Elektromotor. Beim Rollen bzw. beim sogenannten Segeln oder beim Betätigen der Bremse tritt die Energierückgewinnung in Kraft und die Batterie wird geladen. Schalten wir in den Safe Battery Modus, wird wiederum nur der Benzinmotor beansprucht. Dadurch kann die Batterie während der Fahrt bis zu 90% geladen werden. Und vom Allradsystem sprechen wir deshalb, weil wir durch zwei Motoren, zwei Achsen und somit vier Räder einzeln antreiben. Sollten also drei von vier Rädern Schlupf bekommen bzw. durchdrehen, kann ein Reifen immer noch den Antrieb gewährleisten. Hm. Hotti. Hotti. Hallo. Okay. Guck mal, da gab es einen Unfall. Na super. Wir sind keine Gaffer, das dürfen wir jetzt nicht zeigen. Sonst werden wir. Man wisst ja, kriegst du eine Geldstrafe. Ne? Ja, finde ich aber richtig so. Finde ich auch gut. Aber es ist eben doof. Ne? Also wer selber schon mal in der Situation war und einen Unfall hatte. Ich hatte schon mal einen. Ich bin Graben gefahren. Entschuldigung, ich wollte nicht lachen. Nochmal. Echt? Ich bin eingeschlafen am Start. Oh! Wir fahren gleich mal auf die Autobahn, würde ich sagen, oder? Ja. Was hältst du davon? Wir können ja auch mal gucken, was das Auto rein elektrisch an Maximalgeschwindigkeit erreicht. Das ist eine gute Idee. Wollen wir vorher eine Wette abschließen? Ja. Was sagst du? 138. Ja, 138. Oh, ich stehe auf jeden Fall falsch. Aber es macht nichts. Hinter mir auch. Dann tauschen wir einfach. Dann ist das 138? Mhm. Ich sag 131. Okay.
Über was wetten wir? Ich weiß was. Wenn ich gewinne. Wenn ich gewinne, musst du Herr der Ringe gucken. Und wenn ich gewinne, Teil. Bekomme ich eine Karte fürs Holy. Ja, okay. Deal. Guck mal, das sieht aus wie in so einem schlechten Horrorfilm. Nach hinten raus ist keiner, vorne fährt keiner und alles ist nebelig. Das ist echt ein bisschen beängstigend. Wir spielen jetzt mal einen passenden Sound zu dieser Umgebung hier ein. Der leer. Wobei, wir haben es beim letzten Mal ja getestet mit dem alten Mikro und wir können das ja mal eben sonst kurz reinschneiden, was wir da hatten. So, jetzt gucken wir mal bei welcher Geschwindigkeit. 131 km/h. 131 km/h maximal Meter. Was wir fahren, ist rein elektrisch. Jawohl. Du guckst Herr der Ringe. Scheiße. Talea. Das liegt jetzt einfach nur an dem Wetter. Ja, genau. Es ist zu kalt. Ausreden suchen. Nein, es ist einfach zu kalt. Ich würde sagen, wir zeigen euch jetzt noch mal eben schnell das Auto. Wie es von außen aussieht, haben wir ja schon was vorbereitet. Genau, für euch. Das ist eine gute Idee. Ja. Willst du runterzählen? Es ist wirklich ein Schmuckstück. Ja, ich will. In 3, 2, 1. Fazit? Hast du Fazit für uns? Ja, habe ich. Unser Mini Countryman ist ein super sparsamer Stadtflitzer und auf der Autobahn macht er auch Spaß. Einfach, weil wir die Kombination aus Benzin und Elektro haben. Der ist zwar kein Höchstgeschwindigkeitsmonster, das ist aber auch leider so, weil der Elektroantrieb auch irgendwo seine Grenzen hat und wir einen Dreizylindermotor haben. Aber die Beschleunigung ist durch den Elektroboost wirklich, wirklich gut. Ich. Wenn ihr euch das nicht vorstellen könnt, müsst ihr tatsächlich einfach mal in einem drin gesessen haben, ja, oder mal damit fahren. Da könnt ihr wirklich gerne zu uns kommen, wir haben den hier stehen. Ruft einfach an oder schreibt uns eine Mail, schreibt uns bei Facebook, bei YouTube in die Kommentare, wenn ihr mal fahren wollt, dann nehmen wir Kontakt mit euch auf und dann könnt ihr das selber mal erfahren, genau, wie das ausschaut und wie und es sich fährt. Und wenn ihr möchtet, fährt Clemens auch mit und erklärt euch was. Oder Talea. So, wir fahren jetzt wieder in die Firma. Und wir sagen jetzt schon mal tschüss. Danke fürs dabei sein. Ach so, wir sagen erst Danke. Wir sagen erst Danke und dann sagen wir tschüss. Also danke, dass ihr dabei wart. Genau. Lasst gerne auch einen Daumen nach oben da, falls euch das Video gefallen hat. Auch das neue Format jetzt mit der neuen Kamera. Sagt einfach mal, wie es euch so gefällt, ob wir so weitermachen sollen oder ob das mit der GoPro besser ist. Wir müssen halt nur mit der Mikrofontechnologie so ein bisschen voranschreiten, weil das so nicht weitergehen kann. Und und wir sagen bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Clemens macht jetzt nochmal. Ich hab's grad, Ciao, ciao. Ciao, ciao.